Hallo und herzlich willkommen zu dem Let's Play von The Last of Us Left Behind. Von den APK Gaming Plus natürlich wieder hier mit eurem Alex. Ja, und ich habe schon das The Last of Us, das Hauptspiel Let's Played. Und jetzt so ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem ich das Let's Play abgeschossen habe, hat Naughty Dog das erste und einzige Story DLC Left Behind rausgebracht. Heute am 14.02., dem Valentinstag. Ja, und ich werde das jetzt für euch heute let's playen. Und es soll nicht allzu lang werden. Die Rede war von ungefähr 2 Stunden Spielszenen. Und es geht im Endeffekt darum, dass man jetzt quasi die Zeit, in der Hauptstory hat man ja quasi mit Joel und und Ellie gespielt. Und Ellie hatte ja eine Freundin, die auch infiziert worden ist, die aber dann nicht überlebt hat. Und Ellie war ja quasi immun gegen diese Infizierung, gegen den Biss von einem Klicker. Und da wird eben jetzt quasi in diesem Story-DLC, wird jetzt quasi die Zeit, bevor Ellie auf Joe getroffen ist, und bevor sie zusammen das gemacht haben, spielt man quasi jetzt die Zeit, wo Ellie zusammen mit ihrer Freundin zusammen rumgelaufen ist, bevor sie dann infiziert worden sind. Klar, man kennt jetzt schon mehr oder weniger den Ausgang durch die Hauptstory, aber es ist doch, denke ich mal, ein sehr interessantes Kapitel noch zu sehen, wie Ellie dann vorher mit ihrer Freundin zusammen das Leben im infizierten, ja, in den infizierten Zonen dann eben hingekriegt hat. Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, ich rede nicht mehr so viel Scheiße weiter, sondern fang auch mal an. Und nein, das mit Facebook machen wir nicht. So, neues Spiel und Tipps. Brauche ich nicht. Ganz arrogant mal gerade sagen, nö, brauche ich nicht. Natürlich fangen wir ein neues Spiel an, zack, zack. So, Last of Us 2 soll ja auch schon in Entwicklung sein. Und darüber freue ich mich eigentlich auch sehr. Last of Us 2 wird auf jeden Fall auch hammer awesome. Und es ist ja irgendwie anscheinend auch noch ein Last of Us 3 geplant. Also ich finde es generell, ja, 3 Parts ist, denke ich mal, so das perfekte, ja, der perfekte Weg, das perfekte, ja, Maß. Und freue mich jetzt erstmal die nächsten, ja, mehr oder weniger 2 Stündchen damit verbringen zu dürfen. Das ist auch sehr geil. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wie viele Folgen es jetzt für euch werden, aber ich schätze mal so grob, ich werde die erste Folge jetzt hier so eine halbe Stunde machen und die anderen so circa 20 Minuten und jetzt halt ich die Fresse. Was sind das für Typen? Joel! Leg den Arm um mich! Komm. Geh raus! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Steh auf! Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel! Naughty Dog. Ich weiß, das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über
Dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist! Komm schon, na los! Scheiße! Unendlich! Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Ja, und damit fangen wir wohl an. Was ich, bevor die Story begonnen hatte, sagen wollte, war eigentlich, ich weiß nicht genau, wie viele Parts es werden, aber... Okay, ich habe eine Waffe. Aber keine Munition, das ist scheiße. Wie ging nochmal das Auswahlding? Muss ich auch mal gerade gucken. Das war das. Das war Schießen. Das war Anvisieren. Okay, ja, ich guck gerade nochmal selbst. Ah, genau, hier einfach mit den Pfeiltasten, okay. Ja, wie gesagt, ist schon eine geraume Zeit her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Und was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich weiß auch nicht, wie viele Folgen es jetzt werden, aber es werden schon ein paar, denke ich mal. Und ja, wie gesagt, heute, ich habe es mir oft jetzt schon wie gesagt, aber egal. Heute kommt dann hoffentlich diese Folge um 20 Uhr noch. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich alles gebacken. Und ab morgen kommen die dann um 15 Uhr mittags. Ja, ich denke mal, das ist eine ganz passende, gute Uhrzeit. Und ja, hoffe, das passt euch auch ganz gut. Und wir sind jetzt hier gerade unterwegs anscheinend und müssen... Alter, geh mal mit dem scheiß Messer weg, du. Ah, X war nochmal springen, okay. Okay, hier sieht's ganz schön... Okay, dunkel. Kann ich mich irgendwie... Ducken kann ich mich, okay. Man kann alles ein bisschen ausprobieren hier wieder. Ducken war wo? Aufstehen. Ah, okay. L. Irgendwo hin und dann L2 oder R2, okay. Hm. Okay, erstmal in Ruhe fortbewegen. Erstmal hier gerade das Messer, dass er das hier wegwählt. Will das schöne Messer dann haben und nicht so eine Scheiße. Gut, also damit stehen wir. Genau, das war Ducken, okay.
Jetzt habe ich es auch wieder, es war Kreis, okay? Ja, man muss sich auch immer erst Stück für Stück wieder daran gewöhnen, wie die Steuerung war. Aber ich wollte jetzt nicht die Tipps die ganze Zeit eingeblendet haben. Sondern ich wollte das mehr oder weniger kurz und bündig jetzt selbst alleine rausfinden wieder. So, gefunden habe ich bis jetzt noch nichts. Hören tue ich auch noch nichts. Ich gehe mal in Deckung gerade. So. Okay, hier ist... Aber gefunden habe ich noch nichts. Auf jeden Fall, denke ich mal, war der Trailer wieder mal... Naja, der Anfangstrailer gerade eben. Wieder relativ stark bewegend. Okay, hier geht's runter. Okay, okay, okay. Ich bin doch hier gerade erst hoch, oder? Ja. Ich gehe trotzdem gerade nochmal runter. Dum, 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 dum. Ja, es scheint hier, gibt hier auf jeden Fall genug Positionen hier, um in Deckung zu gehen. So. Gerade hier, Authorized Personnel Only. Aha. I don't give a fuck. So. Hier waren wir auch schon mal. Okay. Gehen wir wieder raus. Laufen wir mal ein bisschen. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier hinten waren wir ja schon, oder? Nee. Gut. Ist da ein Zettel? Nee, den können wir nicht aufheben, okay. Können wir leider nicht aufheben. Was? Swirls. Frozen. Was? Frozen Joghurt. Ja, der will mir schon einen Hinweis geben. Ist gut. Was willst denn du? Hä? Ach so, da hinten ist ein Dings, okay. Was ist das hier überhaupt? Ah, gut. Also da hinten will er mir irgendwas zeigen. Da gehen wir doch da mal hin. Wenn er mir schon hart Hinweise geben möchte. So, wie komme ich denn da hin? Hier durch? Das macht ziemlich Krach, oder? Wie komme ich da hin? What the fuck? Muss ich da hoch, oder was? Das sieht ganz so aus. So, dann versuchen wir es einfach mal, wie wir hochkommen. Also wir kommen hier hoch, ja, aber ob wir darüber dahinter kommen, wo der kleine Hinweis ist... Ich habe gerade was gehört. What the fuck? Naja. Immer schön gechillt hier fortbewegen. Ja, kein Stress. Kein Bock hier so früh wieder zu sterben. Okay. Da ist was. Wie war nochmal der... Ach, das war der Schleichenmodus. Genau, R2 war der Schleichenmodus. Sehr gut. Okay, dann bewegen wir uns mal langsam richtig nach vorne zu dem Pfeil, aber da, wo der Pfeil ist, ist auch leider so ein scheiß Klicker, so wie es aussieht. Was will denn der mir jetzt schon wieder für einen Hinweis geben? Gut. Ja, klingt ganz gut, aber ist scheiße, weil da wird auch dieses verdreckte Drecksvieh sein. Ganz leise, Ellie, ganz leise bitte. Drücke R3, okay. Achso, Taschenlampe, genau. Ich guck grad mal was. Nee, gut. Also ich sehe hier gerade keinen Zombie. Also das betrifft ja, also keinen Infizierten, aber das betrifft es ja auch nur wieder, wenn es sich bewegt. Wenn es sich nicht bewegt, dann... Oh, da liegt was. Wenn es sich nicht bewegt, dann interessiert es das relativ wenig. Okay, hat zumindest mal keinen Krach gemacht, was sie gerade gemacht hat. Schon mal ganz gut. Nicht hier unnötig Aufmerksamkeit erregen. Okay, da ist noch so ein Regal.
Irgendwas. Nichts. Okay, hier könnten überall Hinweise anscheinend sein. Auf den verschiedenen Regalen liegen halt verschiedene Sachen. Oh, bitte. Ja, alles ausgeräumt. Ja, aber schmeiß mit den Sachen rum, wenn da in der Nähe ein Klicker ist, Ellie. Das ist total gut so. Da ist auch nichts. Manu. Jetzt zeigt er mir nicht mal Hinweise an. Naja, muss ich mal selbst ein bisschen durchsuchen. Okay, kann ich hier über... Na, so gehe ich über die Theke. Okay, ist eine Tür. Den könnten wir gebrauchen. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Da liegt ein Zettel. Okay. Bitte lesen. Vielleicht hat er den Schlüssel. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35, 30, 31. Okay, ich schätze mal, wir sollen dahin dann, weil wir die Kombination haben. Aber das heißt, der ist schon mal ein Infizierter, der Apotheker. Boah, Alter. Okay, war nur ein Schild. Alles gechillt, Bruder. Also hierfür brauchen wir einen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Gucken wir mal einfach die Schubladen durch. Wieder was finden. Oh, genau. Wie war das Crafting? War nochmal hier drauf, oder? Nee, wo war das? Ist immer nochmal. Teilweise muss man sich immer nochmal orientieren, wo das war. Das war das, das war das, das war Ducken, das war das. Gut. Ja, ich guck grad mal, wie ich dann wieder auf den scheiß Rucksack kam zum Craften. Gut, das war das. Aha. Anscheinend darf ich da nicht drauf oder so, keine Ahnung. Ich geh einfach mal hier rüber. So, hier habe ich eine... Kann ich das aufnehmen? Nee, anscheinend nicht. Das wäre aber ganz cool gewesen, weil das ist eine Brechstange gewesen. Wir müssen auch wieder schön Sachen sammeln hier. Ich glaube, so war das. Nein, so war werfen. Nein, du wirfst jetzt nicht, Ellie. Gut. Wir haben schon ein paar Sachen, damit könnte man sich wahrscheinlich... Ah, weiß nicht, ob man sich damit was machen kann. Okay, einfach mal gechillt hier gerade weiter aussuchen. Denn wir müssen ja auch wieder... Ressourcen finden. Das können wir anscheinend nicht aufnehmen. Gut, dann gehen wir, glaube ich, gleich auch wieder raus hier. Boah, diese Schilder sind teilweise echt so behindert verwirrend. Der Typ, der sein eigenes Ding immer rein überall auf seinem Laden, in seinem Laden aufstellt, Schild mit seinem eigenen, ja, mit sich selbst wahrscheinlich. So sieht der Typ aus anscheinend. Der da irgendwie jetzt auch ein bisschen verrückt geworden ist. So, aber hier ist anscheinend nichts mehr, was wir verwerten können. Schlüssel haben wir hier irgendwie auch reingefunden, mit dem wir hinten rein könnten. Also gehe ich erstmal wieder hierhin zurück. Und... gucke mal, ob ich irgendwie die Kombination auf irgendwas hier anwenden kann. Oder ob es hier eigentlich schon weitergehen soll. Naja, ich gehe mal gerade zurück ein bisschen. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, ich habe ja da alles abgesucht. Ich habe den Schlüssel für den Raum ja nicht gefunden. Also muss ich ihn irgendwo hier suchen halt. So, Juwelier. Kann man bei dem irgendwas machen?
Nö, kann ich nicht hochheben. Schade, wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich gehe mal hier in den Raum. Hier kommt man auch irgendwie ganz dumm runter. Okay, das sieht überhaupt nicht cool aus. Aber wir sind ja hier auf der ersten Ebene. Und da haben wir noch ein bisschen, ja, Luft nach unten, könnte man sagen. So. Gut, hier sind wir. Hier haben wir angefangen. Da ist ein Schlüssel. Dafür brauchen wir auch einen Schlüssel, um das aufzumachen, oder was? Darf man aber anscheinend irgendwie aufmachen, okay? Was will der? Achso, wegen der Lampe. Genau. Das war ja auch mal so komisch. Außer Controller schütteln für die Lampe. Das war ja auch so. Auch schon wieder vergessen. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen unnötigen Weg gemacht und muss wieder hoch, um den Schlüssel zu suchen. Anscheinend muss der doch irgendwo oben bei der Apotheke gewesen sein. Auch wenn ich ihn da irgendwie, ja, nicht gefunden hatte. Also muss er wahrscheinlich doch dort sein. Er muss ganz einfach. Aber was mir auch gerade auffällt, ist, dass Ellie eigentlich voll schlechtes Leben hat gerade. Das ist auch total, na, ist knapp. Immer wenn ich hier hochlaufe, höre ich was. Aber es könnte auch nur der Schnee sein, wo ich drauf rumlaufe. Wäre halt auch eine Möglichkeit. Ich muss hier mal in den Vorräumen etwas mehr absuchen. Vielleicht liegt hier oben ja irgendwas. Kann ich auch nichts öffnen? So, kann ich noch weiter hoch? Nee, ne? Da hinten kommen wir zu dieser Apotheke. Deswegen suche ich jetzt erstmal gerade hier noch ein bisschen rum. Wenn ich hier nichts finde, dann begebe ich mich halt nochmal zur Apotheke. Um zu gucken, ob es da noch irgendwas, ob es da vielleicht irgendwas dann gibt. Okay, hier waren wir schon mal. Hier können wir wieder runter. Gut. Dann ab zur Apotheke da hinten. Oder können wir hier was machen? Habe ich wahrscheinlich auch schon geguckt, aber... nö. Können wir nichts machen. Schade. Nochmal gerade, ja, das heißt, wir suchen jetzt für die Scheißtür, wo dann auch ein wo dann auch diese Apotheke eingesperrt ist, den Schlüssel. Kommt man hier vielleicht rein? Nö, auch nicht. Menno! Hier oben nochmal gerade gucken. Oh, hier können wir rein. Geil. 35 rechts. Ah, das ist die Kombination. Okay, hier haben wir das gefunden. Wo dann auch der scheiß Apotheker eingesperrt ist. Wo wir messern müssen dann wahrscheinlich, weil wir nichts anderes haben. Ach, halten. Okay. Okay. Der andere Lappen wird da auch drin sein. Messer haben wir ausgewählt. Ja, Sporn. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Okay, geil. Okay, der Typ wird uns überraschen. Das ist nur eine Flasche, eine leere. Ich kann hier nichts sehen durch die Sporen. Ich werde mich wie eine elendige Pussy erschrecken wahrscheinlich. Ich sehe den Typ aber auch nicht. Aber ich muss gerade irgendwie mal gucken. Wie ich das scheiß Ding da nochmal ausrüsten konnte. Nein, du wirfst nichts. Gut, hier konnte ich das ausrüsten, ist klar.
Okay. Und die Waffe ist keine gute Idee, denn die bringt uns einfach nichts. Ja. Geräusche machen, wenn man weiß, dass ganz genau hier drin so ein Scheißding ist. Das ist natürlich das Beste. Aber auf der andere Art und Weise will Eddie ihn ja eigentlich anlocken. Denn dann hat man wenigstens den frontalen Angriff und nicht den von hinten. Alter, das Ding ist riesig hier. Und der Typ wird hinter irgendeiner verfickten Ecke rumstehen und campen. Gehe ich mal stark von aus. Okay, hier sind auch über diese verkackten, hässlichen Sachen, die wir da auch schon vorher bei einem normalen Laster was gesehen haben. Die überall da sind, wo Sporen sind. Okay, hier ist richtig hart Sporen. Das, was mich auch annervt, ist, ich sehe hier, der bewegt sich anscheinend wirklich nicht. Der wird irgendwo rumliegen und dann uns nerven, schätze ich mal. So. Gerade weitersuchen hier. Okay, da. Okay, anscheinend ist er nicht mehr. Alter, das ist richtig ekelhaft. Aber der Typ ist wenigstens tot. Ah, oh, wow. Anscheinend doch nicht. Okay, der ist nur ein Stück nach vorne gefallen. Heißt, er war auf jeden Fall tot. Alter, wow! Ohne Scheiß gar nicht kommen sehen. Null kommen sehen. Wie soll ich dem jetzt entgegentreten, dem Ding? Ich hab's nur gehört. Gut, wie soll ich dem jetzt entgegengehen? Ich muss es irgendwie messern. Was anderes kann ich nicht machen, außer messern. Ich muss einen perfekten Moment abwarten, weil das Ding kommt hier hoffentlich nicht unten runter durch. Erstmal in Deckung gehen. Gut, damit weiß ich jetzt, es ist da in der Nähe. Okay, auf geht's. Alles, ich muss irgendwie den Moment abpassen. Ich kann doch hier sehen, wie sich's bewegt. Okay. Ein anderes gibt's hier nicht, ne? Nee. Bewegt sich das zu mir? Ich muss es auf jeden Fall von hinten erwischen, um es messern zu können. Weil das, ich habe nur ein Messer bis jetzt. Eine andere Chance habe ich nicht. Okay, es läuft wieder zu mir. Also muss ich hier weg. Okay, da kommt es angelaufen. Muss ich irgendwie gucken, dass wir von hinten rankommen. Was anderes hat keinen Sinn. Okay, es läuft gerade zu weit von uns weg. Heißt, ich müsste mich zu lange von hinten anschleichen. Okay, geht's die Treppe da runter? Nee, geht nicht die Treppe runter. Heißt, ich habe aber noch sowas wie Flaschen hier. Heißt, ich könnte es erstmal von mir weglocken, um es dann von hinten zu attackieren. Wäre auch eine Möglichkeit. Weil das Ding ist ja dumm. Das rennt dann direkt dahin, wenn ich da irgendwo eine Flasche hinschmeiße. Gut, ich kann hier nicht unten drunter durchschmeißen. Der Gedanke ist schon mal für den Arsch. Gut, ich muss mich leise und ruhig und... Schnee ist nicht gut, was leise und ruhig betrifft. Gut, ich bin hinter einer Wand. Das Ding kann nichts sehen. Das kann nur mit... wie eine Fledermaus mit Geräuschen arbeiten. Das heißt für mich, ich müsste mich hier
Licht ausmachen. Okay. Alter! Okay, heißt, Messern funktioniert nicht wie bei Joel anscheinend. Das ist das, was ich gerade lerne. Wie bei Joel, das einfache Messern funktioniert anscheinend nicht. Oder ich darf das Ding gar nicht versuchen umzubringen, sondern muss mich an dem vorbeisliden. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, ich lasse das dann mal wieder nach da hinten laufen und laufe dran vorbei. Wahrscheinlich kann ich nicht einfach wie bei Joel von hinten kommen und messern. Weil Ellie ja relativ klein ist, dürfte das ja nicht so einfach gehen. Also muss ich es wirklich von hinten versuchen. Darauf muss ich aber jetzt warten, bis das Ding natürlich einmal an mir vorbei ist. Denn ich muss nach links, wenn mich nicht alles falsch ist, muss ich nach links. Das heißt, ich muss warten, bis wieder einmal komplett um den ganzen Block gelaufen ist. Das wird eine Sekunde dauern, aber egal. Ich stelle mich hier hin, dass ich ein bisschen besser ausweichen kann. Gut, dann haben wir die Erfahrung auch schon mal gemacht, dass es nicht so einfach wie bei Joel mit Messern funktioniert. So, jetzt lasse ich das Ding gemütlich an mir vorbeilaufen, bis es mir den Rücken zuwendet und dann versuche ich da irgendwie wegzukommen. So, das wird jetzt, Moment, ich muss da gucken, das läuft danach da hinten. Da sieht es mich auch die ganze Zeit. Gut, das ist die beste Möglichkeit jetzt. Gut. Hoffe, da kommt nichts anderes. Nee. Muss aber schnell machen, weil das Ding wird wieder meinen Weg hier kreuzen. Gut. Zack. Und zack. Sehr gut. Eine leere Waffe in der Hand zu halten, macht auch irgendwie keinen Sinn. Gut, mach hoffentlich ist da nichts hinten dran. Ja, das ist jetzt geschickt, natürlich die Tür hinter sich offen zu lassen, ist natürlich richtig scheiße. Okay, da hat sich Ellie was erhofft, was anscheinend nicht drin ist. Ja, mach Krach, Ellie. Mach Krach, du bist richtig intelligent. Mein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas okay. drin sein. Halt durch, Joel. Wo ist das Ding? Okay, das Ding sieht mich. Das ist nicht cool. Okay, ich bin hier aber schon mal einen Schritt weiter. Ja, jetzt lauf doch mal wieder weg, du Lappen. Kein Bock jetzt, mich hier an ihm vorbei zu sneaken. Also, ja. Der wird so oder so ausrasten, wenn er mich sieht. Vielleicht ist es nicht ganz so dumm, sondern findet irgendwann mal den Weg. Und darauf habe ich irgendwie auch keine Lust, dass das Ding das... Okay, ich komme da gar nicht rüber. Ich höre gerade irgendwie einfach so in die Tiefe stürzen, gefällt mir nicht. Darüber komme ich aber auch nicht. Doch, hintenrum. Das Ding bewegt sich da aber auch 0 mm weg. Heißt, ich muss dran vorbei. Und ich muss hier rein. Gut. Das Ding ist da. Das kommt nicht an mir vorbei. Ich muss meinen Weg nach vorne richten. Also das Ding hat auf jeden Fall keine Chance, hierher zu kommen, wo ich bin. Okay. Das ist nur wichtig zu wissen. Der Rest ist nicht so wichtig. Und jetzt muss ich mich hier auf die...
darauf konzentrieren, was ist da, wo die Tiere, wo die Infizierten vor mir sind. Finde den Weg durch die Eingestürzten, ja, okay. Aber ich will auch zwischendurch nochmal suchen, ob ich hier irgendwelche Sachen finde, die ich brauchen kann. Genau deswegen mache ich hier gerade nicht so schnell. Ich muss gerade irgendwie nochmal gucken, wie das war mit dem fucking Rucksack nehmen. Das war... Alter, das war laut. Okay. War das nicht irgendwie... Oh, wie war denn das mit dem Rucksack? Das ist immer das, wenn man wirklich nicht mehr weiß irgendwie. Also R1 ist schießen, L1 ist anvisieren. L2 und R2 waren nochmal für was? R2 war für, ja, für das eben, für den Schleichmodus. Und L2 war für, ja, gut. Ich werde, ach, Select, oder? Ja, oh, Intelligenz, ich hab's gefunden hier. Yeah. Okay, ich kann hier noch nichts bauen. Okay. Weiter. Hab immer noch keine Tools, was mir immer noch nicht gefällt. Hoffe nur, dass da jetzt nichts kommt, wo ich... wo einfach so um die Ecke kommt, weil da habe ich dann gelitten. So. Okay. Das sieht scheiße aus. Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Verband, okay. Ein Verband und ein Brief. Saloon-Notiz. Okay. Geburtstagsfeldwebel Larry. Okay, das sind irgendwelche Soldaten gewesen. Was sie jetzt so schwafeln, ihr könnt es euch ja durchlesen, wenn es euch interessiert, könnt ihr auf Pause klicken und euch durchlesen. Ich finde es jetzt nicht so spannend, dass ich jetzt das komplett vorlesen müsste. So. Hier raus komme ich nicht, ne? Ja, jetzt muss ich gerade mal den Controller schütteln. Hier raus komme ich nicht, oder? Nee. Schade. Wohin muss ich jetzt? Komme ich hier hoch? Nö, hier komme ich nicht hoch. Ah, muss ich wieder an dem scheiß Ding vorbei, oder wohin muss ich? Da komme ich nicht entlang. Okay, muss ich wirklich nochmal gucken, wo komme ich jetzt hier lang? Okay, komme ich hier direkt raus? Gibt es hier irgendwie Leitern oder so, eine Möglichkeit, hier direkt rauszukommen? Ich komme hier auch nicht mehr zurück, oder? Irgendwie wieder eingestürzt alles hinter mir. Okay, heißt Ziel ist wirklich... Irgendwie jetzt ist hier alles nach eingestürzt, okay. Heißt, Ziel ist wirklich, spring über das Geländer, um im Erdgeschoss... Danke für die kurze Einblendung. Okay, irgendwas im Erdgeschoss. Okay, dann muss ich da runter. Sehr schön, dass einem das Spiel manchmal Hilfe gibt, dann ist man nämlich nicht so aufgeschmissen. Über das... Ja, komm jetzt, hallo. Danke. Gut, dann laufen wir hier nochmal gerade entlang und gucken, ob wir hier irgendwie rauskommen. Über das Geländer soll ich springen. Das sieht hier nach aus. Komme ich hier raus? Ja. Gut, bevor wir jetzt hier runterstürzen, möchte ich aber mal sagen... die Folge ging jetzt gute 35 Minuten, würde ich mal sagen, hau da rein, Leute. Und wir sehen uns morgen 15 Uhr, Folge 2 von Let's Play The Last of Us, und zwar Left Behind. Ciao.